Hallo Leute, willkommen zurück zu Crastorio. Und wie ihr seht, sind wir mit der Forschung durch. Und da wir noch keine grünen Kärtchen haben, machen wir hier einfach mal das fertig, was wir können. Und für die grünen Kärtchen, die hier, da brauchen wir elektronische Schaltkreise. Und ich denke, die werden wir dann auch hier oben mal auf 4 Bänder legen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir werden einige grüne Schaltkreise brauchen. Und damit wir das Ganze sauber hinbekommen, schauen wir uns auch hier mal die Verhältnisse an. Vielleicht fangen wir mit einem gelben Band an. 30 Maschinen. Und halb so viele für Kupfer. Das heißt, wir haben eine Maschine, die uns Kupferkabel herstellt, und die bedient zwei Maschinen für die roten Schaltkreise, die grünen Schaltkreise. Das heißt, wir haben im Prinzip sowas. Funktioniert dann so, und dann haben wir hier wahrscheinlich Kupfer, und dann brauchen wir Holz und Holz und Eisen. Anlegen, dann hier eine Spur zurück, und dann ohne Roboter funktioniert das natürlich nicht. Und wenn wir das dann hier hin platzieren, was sind das? Das sind 6, 7, 8. Schienen habe ich wahrscheinlich gerade genug. Habe ich dann definitiv zu wenig. Und da brauche ich Eisen. Gut, dann hier geht's auf. Zuerst mal bis hier hin, hier geht's runter. Das Ganze auch auf der anderen Seite. Hier kommen wir mit
Kupfer. Und dann hier einmal Eisen, einmal Holz. Wird das doch hier mal so. Irgendwo brauchen wir auch noch Strom für das Ganze. Und mehr Untergrundbänder. Hier können wir Kupfer abnehmen, aber so. Doch etwas effizienter, dass wir die immer so zusammenpacken. Können wir nämlich die Strommassen so platzieren. Seite. Und etwas Strom anschließen. Und dann Output. Und auch auf dieser Seite. Und wenn ich jetzt die hier umschalte, dann bekommen wir ein volles Band hin.
dann jeder zweite. Gut. Machen wir das doch so. Beziehungsweise. Voilà. Und dann können wir uns hier hinten überlegen, was brauchen wir denn für die Grünen? Hier sind wir wieder mit der Menge 1. Und die bekommen wir ja vom Förderband, aber alles andere müssen wir aus Rohmaterialien herstellen. Und hier sehen wir mit der Forschung fast schon fertig. Die können wir noch machen, aber dann hat sich's. Dann brauchen wir effektiv die grünen Kärtchen. Und hier haben wir auch wieder je eine Maschine und 8 für die Kärtchen selbst. Ich brauche Eisen. Damit ich die benötigten Maschinen bauen kann. Und vielleicht etwas Kupfer. Lassen wir hier etwas Abstand. Geht da rein und dann machen wir fürs erste Mal etwas behelfsmäßig. Haben wir uns von hier noch die grünen Kärtchen. Das zweite, was wir da noch brauchten, Zahnräder. Hier müssen wir mit Thank you.
Eisen raufkommen. Sobald wir das Material haben, aber das wären dann die hier. Wahrscheinlich mehr Eisen. Ja, das reicht nicht weit. Ran. Wahrscheinlich brauche ich auch ein paar mehr Strommassen. Die Ölverarbeitung, die müssen wir uns auch anschauen, damit wir da dann letzten Endes auch unseren Klippensprengstoff bekommen. Immer noch so. Dann brauchen wir noch Untergrund. Ah, hier müssen wir anschließen. Das hier verbinden, dann sollten wir zumindest in der Lage sein, die ersten Kärtchen zu bauen. Zumindest haben wir alle Eingangsrohstoffe. Hierhin. Die brauchen wir auch.
brauchen wir ein paar lange. Kommen die ersten Grünen. Sehr schön. Das heißt, wir können schauen, wie wir weiter forschen. Ich denke, den werden wir brauchen. An den hier. Und das hier. Damit wir hier hinbekommen. Und so. Damit sind auch die grünen Schalkreise fertig. Das nächste Mal müssen wir uns um Ölverarbeitung kümmern. Wir haben hier ein paar Dinge. Ölraffinerie. Aber ich habe noch kein Ölfeld gefunden. Vielleicht bekommen wir aus Mineralwasser was raus. Wir werden es rausfinden, aber alles in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.